Ich habe getanzt vor dem Mikro. Ich habe geschrien vor dem Mikro. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem für mich ganz besonderen Video. Warum, werde ich euch gleich sagen. Zunächst aber erstmal danke an den VRK für die Unterstützung bei diesem Video. Heute soll es nämlich gehen um mein Herzensprojekt, mein Comic, mein Doc Caro Comic, was jetzt rauskommt. Und ich möchte euch ein paar Einblicke geben. Ja, ehrlicherweise, einen Comic zu machen, ist tatsächlich immer so eine Idee gewesen und fast schon ein Traum, der wahr geworden ist. Oder nicht fast schon, ist tatsächlich ein Traum, der wahr geworden ist, weil man kann alles vereinen. Coole Bilder, Inhalt, es ist für Kinder, aber auch für Erwachsene. Und es ist einfach spannend, weil man jedes Thema bearbeiten kann. Ja, worum geht es überhaupt? In dem Band 1, der Band 1 heißt Doc Caro, klar. Einsatz fürs Herz, das ist ein Buch über das Herz, den Kreislauf und Erste Hilfe. Und ja, Oma Else hat beim Tütenschleppen in die vierte Etage Brustschmerzen. Und ihr Enkel Momo macht sich Sorgen und ruft natürlich völlig richtig den Rettungsdienst an, weil Oma hat Atemnot, Brustschmerzen und der geht nicht so gut. Und dann kommt der Rettungsdienst, dann komme ich und dann gehen wir auf den Grund, warum Oma eigentlich Brustschmerzen hat. Ganz süßes Buch, ganz schöne Story. Ja, ich war selber überrascht, wie so ein, ich sag mal, Schreibprozess für so einen Comic abläuft, denn es ist anders, als wenn man ein ganz normales Buch schreibt. Man setzt sich ja nicht hin und schreibt eine Geschichte runter, sondern man muss sich überlegen, das Comic hat 48 Seiten. Wie habe ich welche Zeit, meine Story wie zu erzählen, damit ich in 48 Seiten schöne Bilder und Inhalte habe? Das heißt, man macht sich wirklich ein Storyboard mit Post-its, mit Ideen, mit der Geschichte, wie man was aufteilt und dann wird erst das Bildkonzept sozusagen gemacht. Und wenn man das Bildkonzept hat, dann folgt der Text für die Sprechblase. Also ich habe ja viele Lieblingsstellen, aber tatsächlich muss ich sagen, die Lieblingsstelle ist erstmal, oder die Lieblingstatsache ist überhaupt, dass die Caro so cool ist, dass sie sich klein machen kann mit ihrem Notfallradar und in den Körper geht. Da bin ich ein bisschen neidisch, weil ich würde auch so gerne mal in den Körper gehen. Aber ich darf ein bisschen spoilern. Also im ersten Band geht es nämlich um die Oma, die Brustschmerzen hat und wir erklären, wie das zustande kommt. Und es gibt ein süßes Bild mit pumpenden Herzzellen, die nicht genug Sauerstoff haben und dann so ein bisschen fertig sind und nicht genug pumpen können. Und das sind tatsächlich die pumpenden Herzzellen. Das ist mein Lieblingsbild. Und der Popel. Ich habe zwei Lieblingsbilder, der Popel und die Herzzellen. Das ist lustig, ne? Popel und die Herzzellen. Das Comic gibt es natürlich als Hörbuch. Ich habe es sogar selber eingelesen, also zumindest mich, was ein absolutes Erlebnis war, Leute, weil Hörspiele für Kinder einzulesen. Also kein Hörbuch im Sinne von, ne, wir lesen das einfach runter, sondern es wird wirklich ein Hörspiel. Wer früher Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen und so weiter gehört hat, das, Leute, wird richtig toll. Ich habe mich selber, ich muss sagen, gespielt, weil ich auch gelernt habe, wenn man ein Hörbuch einliest, es ist nicht einfach nur die Sprechblasen auswendig lernen und abzulesen, überhaupt nicht. Man muss schauspielern vor dem Mikrofon. Also man wird groß, man wird klein, man ist dynamisch. Ich habe getanzt vor dem Mikro, ich habe geschrien vor dem Mikro. Es kommt raus parallel zum Comic und ich freue mich schon riesig drauf. Ganz besonders für mich war, als das Hörspiel jetzt aufgenommen wurde, haben wir unterschiedliche Lieder dazu komponiert. Das heißt, wir haben singende rote Blutkörperchen, ein singendes Herz, singende Nasenhaare, Leute, singende Nasenhaare. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal singende Nasenhaare erlebt hat. Ich sage es nur, es ist ein Highlight. Und natürlich mein Titelsong. Und wir können ja mal was einspielen davon. Ich sage nur, Leute, ihr werdet grooven durch Kinderzimmer, durch Wohnzimmer. Und das Schöne ist, nicht nur die Songs sind einfach geil gemacht, muss man sagen. Man hat danach auch verstanden, zum Beispiel, was das Herz macht und was die Herzklappen machen und in welche Richtung das Blut fließt und warum. Und was so ein Erythrozyt macht. Und ich kann nur sagen, seit dem Hörspiel singen meine Kinder Erythrozyten und wissen vor allen Dingen auch, was die machen. Hörst du sie schon? Wir sind sofort da! Oh, oh, Doc Caro ist da. Alarm auf dem Notfallradar. Oh, oh, trotz jeder Gefahr. Ja, das Comic gezeichnet, liebe Grüße an dieser Stelle an den hervorragenden David Fülecki. Hat David Fülecki, der ist vor allen Dingen in der Manga-Szene, möchte ich sagen, eine echte Koryphäe und weltberühmt.
Und den konnten wir gewinnen für das Comic. Auch für ihn eine neue Erfahrung, mal eine Art Sachbuch zu zeichnen. Weil, wie gesagt, er kommt eigentlich aus der Manga-Szene. Aber man sieht eben, der Typ ist einfach genial. Ja, das Schöne an einem Comic ist ja, dass es eine Serie gibt. Ich meine, glaube ich, mittlerweile bei Donald Duck gibt es vielleicht über 1000 Bände. Da sind wir noch weit noch nicht. Aber das Schöne ist, die Medizin ist unerschöpflich. Also auch da gibt es Möglichkeiten, tausende von Bänden zu machen. Teil 2, Band 2 ist schon gesetzt, kommt im Herbst diesen Jahres raus und es wird sicherlich noch weitere Bände geben. Ich habe schon gelacht und habe gesagt, Band 37, Leute, das wird die Milz, weil die Milz kennt keiner. Da machen wir einen eigenen Band. Was macht eigentlich die Milz? Du wolltest doch schon immer wissen, was die Milz macht. Du wirst das auch wissen, ne? Alle wollen wissen, was die Milz macht. Ihr werdet es erfahren. Die Frage wird mir oft gestellt, ist das Comic nur für Kinder? Nein, tatsächlich nicht, weil es ist sehr cool gezeichnet. Ich glaube, dass auch Eltern dann gerade so heimlich erfahren, was eigentlich passiert, ohne sich öffentlich dazu äußern zu müssen, dass sie eigentlich keine Ahnung haben, wie der Kreislauf funktioniert. Das zumindest ist immer, aber es war einmal das Leben so gewesen. Ich habe als Kind gerne Es war einmal das Leben geguckt. Das war eigentlich auch die Idee für dieses Comic, dass man das jetzt mal cooler und moderner aufsetzt. Und die Eltern haben mitgeguckt, damit sie auch endlich mal verstehen, was eigentlich so in unserem Körper vorgeht. Und so wird das hier auch sein. Die Kinder kriegen es geschenkt und die Eltern, die lesen mit. Es sind aber auch wirklich spannende Infos drin, extra auch für Eltern oder für etwas ältere Kinder, die so ein bisschen Hintergrundwissen haben wollen. Also es ist echt was für die ganze Familie. Ich habe tatsächlich Donald Duck Comics gelesen und Mickey Mouse. Und als Zeichentrickserie war meine Lieblingssendung Es war einmal das Leben. Und das war der Grund für mich, das moderner und neuer aufzusetzen. Das Comic kommt raus am 26. April, ist überall zu erwerben, in jeder Buchhandlung, in jeder gut sortierten Buchhandlung, natürlich auch online auf den gängigen Plattformen. Ihr könnt es überall erwerben und bestellen. Selbstverständlich wird es auch eine Signieraktion geben zum Start des Comics und da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Signiert geht, wird aber auch Kinderveranstaltungen geben, Kinderlesungen, sehr, sehr lustig gemacht. Mit Ideen von mir, mit Handpuppen, mit Erklären, ein Event für die ganze Familie und da kann man sich natürlich auch die Bücher signieren lassen. Ja, ich lege euch natürlich mein neues Comic Doc Caro Einsatz mit Herz ans Herz, weil es einfach wunderschön gezeichnet ist. Ihr lernt was und es ist sehr unterhaltsam und vor allen Dingen auch als Hörbuch echt kurzweilig und lustig und abenteuerreich. Ich empfehle es euch. Natürlich, ist ja klar, ist ja mein Comic, aber ich stehe da tausendprozentig hinter und freue mich und bin ganz gespannt, was ihr sagt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, ob ihr es genauso liebt wie ich. An dieser Stelle nochmal danke an den VRK und die kriegen auch einen Comic zugeschickt.